In Zeiten teurer Energie heizen immer mehr Deutsche mit dem Holz aus den heimischen Wäldern. Doch so einfach losziehen und Bäume umlegen ist natürlich verboten. Wer sein Brennholz für Kamin und Ofen selbst absägen will, der muss unter anderem erst einmal den Kettensägen-Führerschein machen. Sicherheit geht nun mal vor. Und darüber hinaus müssen Hobbywaldarbeiter noch so einiges mehr beachten. Morgens 9:30 im Wald. Es wird markiert, gesägt, gehackt, aber nicht von Profis. Hier schwingen Privatleute die Axt. Aber von vorne. Alles fängt an diesem Kachelofen an, mit dem Wolfgang Gäbler, 67, jeden Winter seine Wohnung heizt, bis irgendwann das Holz knapp wird. Wir haben erstmal aus dem eigenen Garten eine Menge Bäume rausnehmen müssen, weil die ja immer gewachsen sind und immer größer geworden sind. Und irgendwann ging das nicht mehr, weil einfach verbrannt war und wir dann überlegten, ja, was kann man tun? Und da kam die Idee auf, zum Förster zu gehen und zu sagen, Mensch, gibt es da eine Möglichkeit, aus dem Wald Holz zu bekommen? Die gab es. Seitdem fährt der gelernte Physiker regelmäßig in den Tegeler Forst bei Berlin. Dort holt er sein Holz jetzt auf eigene Faust. Selbstwerben nennt sich das. Gäbler kauft dem Forstrevier bereits gefällte Bäume ab. Ausschussware. Ein hilfsbereiter Nachbar und der Förster warten schon. Hi, moin. Auch schon da, hallo. Hallo, grüß Sie. Pfarrer Gäbler. Grüß Sie. So, Sie wollen heute Brennholz machen? Ja. Ich habe Ihren Baum beschriftet. Hier können Sie loslegen, Buche, wie gewünscht. Und um die klein zu kriegen, braucht es zuerst mal die richtige Ausrüstung. Motorsägen, Äxte, ein Spalthammer. Zusammen kann das um die 1000 Euro kosten. Dazu kommen noch Sägetraining und die Schutzkleidung. Helm auf, Handschuhe an, Kettensäge starten und dann kann's richtig losgehen. Das sieht nach Spaß aus. Ist aber alles streng reglementiert. Ich muss dann natürlich die Leute kontrollieren, dass sie erstens auch einen Sägeschein haben. Das heißt, dass sie unterwiesen wurden und fachkundig sind, mit der Motorsäge umzugehen. Und dann kontrolliere ich natürlich auch, ob die Spielregeln, die wir vorgeben, eingehalten werden. Dass beispielsweise Sicherheitsbekleidung getragen wird, dass eine zweite Person da ist. Und diese zweite Person ist heute für das Hacken zuständig. Irgendwie muss das Holz ja in den Ofen passen. Geblers Nachbar schwingt die Axt. Aber welches Holz ist für den Eigenbedarf eigentlich am besten geeignet? Einmal hier die Buche, die jetzt gerade hier aufgearbeitet wurde, ein hervorragendes 1A-Brennholz. Dann, was sich sehr gut auch als Kaminholz eignet, ist natürlich die Eiche. Man erkennt hier schon die etwas rauere Rinde, ist vom Heizwert aber etwa gleich. Das klassische Holz, natürlich, was alle haben wollen, einfach weil es natürlich schick und edel aussieht, ist die Birke. Und ganz auf der rechten Seite haben wir zwei Stücke von der Kiefer. Heizwert, Funkenflug, Verrußung. Die richtige Holzwahl will gelernt sein. Doch egal, welches Holz man packt, wirtschaftlich lohnt sich der Aufwand nicht wirklich. Zwar ist der Ankauf beim Förster billig, nur halb so teuer wie im Baumarkt. Dafür kostet Holzmachen viel Zeit. Vor allem, weil es da noch einen kleinen Haken gibt. Und das kann jetzt sofort in den Kamin? Nein, das kann nicht in den Kamin, sondern das muss noch ungefähr zwei, drei Jahre hier liegen, trocknen. Geduld braucht der Selbstwerber und einen Hang zur Romantik. Dann sitzt es sich doch gleich noch gemütlicher am Kamin, wenn dort das selbstgemachte Holz knistert.